Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 13. April 2021? Und unser Wolf zum Schafbild ist erstmal ein ganz, ganz niedliches kleines Wölfchen gewesen. Der hat nicht viel Stress gemacht, aber immerhin hat er was getan, was hier ein bisschen in die gestrige Analyse reinspielt, in der es eigentlich nicht viel Neues zu berichten gab, wie es auch heute nicht viel zu berichten gab. Deswegen habe ich euch ein bisschen versucht, Einflüsse mitzuspiegeln, die ich einfach habe, oder was heißt Einflüsse? Ein Blicke zu spiegeln, die ich habe, die ihr eben nicht habt, um euch da den Vorteil eben zu geben, der dem einen oder anderen vielleicht fehlt, indem ich hier und da einfach ein bisschen über die Community spreche, über die vielen Mails, die wir bekommen. Es ist einfach so, ne? Ich weiß, wie es früher aus meiner Perspektive war. Ich habe alleine gekämpft gegen Windmühlen so gefühlt, ne? Und man kriegt es gar nicht so gut mit, was viel läuft. Ich jetzt in meiner jetzigen Situation habe einen ganzen Tag mit Tradern zu tun, von vorne bis früh, bis von morgens bis abends und alle Bildungsschichten durch, alle sozialen Schichten durch, von einem Trading-Anfänger, der mit einem 5-Millionen-Euro-Depot versucht, sein überschüssiges Kleingeld irgendwo reinzusetzen, bis hin zu jemanden, der mit letzten 300 Euro ums Überleben kämpft. Also deswegen ist es, finde ich, das so wertvoll auch, diesen Einblick auf diese Leute, und in der Hoffnung halt auch, dass viele sich dort wiedererkennen und eben dann vielleicht über ihren Schatten springen, vielleicht mal das eine oder andere auslassen. Jetzt kriege ich zuletzt innerhalb der letzten Wochen so deutlich wie noch nie eigentlich mit, dass das immer ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird, dass wir das machen. Also selbstverständlich ist es eine technische Analyse. Selbstverständlich beschäftige ich mich auch mit den Mustern, die dahinter liegen. Es ist nur einfach so, in dem Moment, wo jetzt hier kein neues Muster kommt, wie jetzt zum Beispiel für eine heutige Analyse auch, möchte ich mich nicht unnötig zum Klaus machen und euch hier jetzt irgendwelche Muster reindichten und sonst was vom Pferd erzählen. Und nutze halt einfach den Moment, um in solchen Situationen auch mal ein bisschen Dinge zu besprechen, die ihr halt so nicht seht, wenn ihr auf den Chart guckt, einfach weil ihr den Einblick nicht habt. Na, also wem das zu doof ist, der kann das Video sich doch klemmen. Also dann tut mir den Gefallen, einfach weg und nicht. Und war, ich persönlich hätte mich damals gefreut, einfach, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, hey Mensch, von, weiß nicht, 300 Tradern machen die und die das. Das weiß nicht, ich hätte mir früher mehr geholfen halt. Ne? Also ich sehe es ja jetzt momentan, wie gut sowas funktioniert. Eigentlich kann man fast nur nach sowas handeln und dann einfach die Technik nur als Ein- und Ausstiegssignale nutzen, ne? Weil das ist immer wieder so. Im Tief sind sie alle long, ne? Also seit Short, sei das hier, sei das hier, sei das hier. Hoch sind sie alle plötzlich long drin und immer wieder auch mit so einer, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, warum man das so machen muss, aber die Leute werden dann unhöflich, immer, auch mir gegenüber halt. Ne? Merke ich jetzt auch wieder die ersten. Da haben jetzt hier ihre Kommentare wieder drunter gehangen, auch Kommentarstränge, haben komischerweise alle selber gelöscht, dass ich lösche nie Kommentare, sind aber wieder verschwunden, aber durchaus wieder unhöflichere Kommentare, so wie wir das zuletzt eigentlich hier hatten. Dann hat man hier nochmal schön unhöfliche Kommentare, warum ich denn von weiter aufwärts erzähle, und dann ist ganz schön lange Ruhe gewesen mit den Stänkerern. So, und jetzt, wo ich anfange zu erzählen, dass das nach unten kommt, da kommen die ganzen Stänkerer wieder. Und das bestätigt mich eigentlich genau in dem, was ich gestern erzählt habe, und deswegen, der Markt hat auch bestätigt, was wir gestern erzählt haben. Der Markt hat gar nicht weiter, trotz dieses Hochspikens vom Freitag, nicht weiter bestätigt. Hat am Montag keine neuen Hochs über dem Freitag halten können. Hat sich nicht über 2,70 halten können. Und das sind Warnsignale, die sollte man einfach wahrnehmen. Ich bleibe bei der gleichen Meinung und bei der gleichen Perspektive, wie Sie sie gestern gehabt haben. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Leute langsam reif werden, dass der Markt auch deutlicher wieder unten raus macht. Das macht er meist dann recht punktuell. Das kann auch sein, dass das einfach ein langer Tag wird, der dann mal 250, 300 Punkte hat. Ja, wo früh, am besten früh um 9. also eher passt sowas auf den Donnerstag immer manchmal ganz gut. Die können meistens aus Gaps das meiste rausholen. Das ist einfach so. Weil die Leute damit rechnen, Donnerstag schlägt viel zur Seite und so weiter, und dann kommt es eben nicht. Der Markt muss also etwas machen, wo die Leute am besten gleich früh durch Nachrichten, durch einen Gap, durch irgendeine Chartformation umgedreht kriegt. Sodass selbst die Short drinnen sitzen, sagen, na gut, die 20 Punkte nach oben, die hole ich mir schnell, dann sind die Long drin und dann rutscht die ganze Kiste nach unten. Und die hier Short seit Monaten aussitzen, die haben sich plötzlich ausgehatcht und sowas. Das sind Klassiker. Das wäre so wieder ein typischer Tag, wie wir ihn aus dem E-Mail-Verteiler kennen, halt von den Leuten, die uns anschreiben.
Das ist einfach ganz, ganz, ganz typisches DAX-Bild. Und auf sowas sollte man sich langsam ein bisschen gefasst machen. Und da bin ich mir auch nicht zu viel schade, mich da ein bisschen zum Eimer zu machen hier, um das immer wieder anzusprechen, weil ich glaube, in dem Moment, wo man darauf vorbereitet ist und das im Hinterohr hat und das gehört hat, auch wenn man die Analyse als lächerlich abtut, glaube ich, dass man trotzdem in dem Moment, wo man es im Hinterohr hat, das zu seinem Vorteil dann in dem Moment nutzen kann, wo es kommt. Wo man plötzlich sieht, ach Scheiße, Mensch, jetzt rennt er los, jetzt drückt er, ach, was hat der Martin gesagt, kann von da bis da und dort und schwuppdiwupp hat man hier einen Mehrwert generiert und ich denke, darauf kommt es letztendlich auch an. So, also, Punkt ist, wir haben nach wie vor hier unten die 170 und die 150. Geht der Markt da drunter, kann ich mir vorstellen, dass wir weiterlaufen. Rein in die 115, rein in die 100, das ist Support Nummer 1. Geht er tiefer, geht er bestimmt gleich bis in die 15.30, 15.000 bis 14.69. Und wenn das auch nicht hält, kommen wir hier im Bereich um 14.830, 14.750. Dann sind wir in dem Bereich, wo wir im Tageschart unseren Knick haben, unseren Knick von diesem oberen Bereich. Na, das ist auch nicht aus den Fingern herbeigezogen, dass ich sage, der Markt hätte hier technische Bereiche, um umzudrehen. Das kommt aus dem Tageschart, sieht man jetzt hier aus der Ebene nicht so raus. Aber wir laufen hier auf die alten Keilkanten aus dem Spätsommer. Oder nee, nicht Spätsommer, aus dem Sommer. Einfach aus dem Sommer. Laufen wir von unten ran. Die erste haben wir quasi schon fast kontaktiert. Die zweite wäre jetzt, also nee, die erste wäre nochmal bei 4,10 jetzt zu kontaktieren. Die zweite auch so um 5,10 rum. Da dürften auch noch einige Stops liegen. Der Bereich um 500 ist, glaube ich, relativ populär gewesen. Das sind kurzfristig noch erreichbare Ziele, wo ich aber denke, dass sie auch zügig wieder rausgenommen werden könnten. Also gerade auch für so einen Donnerstag wäre sowas auch super typisch. Lang oben rausstrecken, hoch an die 400, wirklich die ganzen Stops raushauen, vielleicht sogar die 500 und dann so lang runterziehen, vielleicht 400, 500 Punkte auch mal am Stück runterziehen, dass da echt schon gar keiner mehr Short drin ist, der hier oben Short reingegangen ist. Ne? Und auf sowas muss man sich, glaube ich, langsam einstellen, weil ich glaube, der Markt ist reif. Die Leute signalisieren auch mir gegenüber, dass sie langsam wieder Puff auf die Fresse haben wollen und die kriegen sie ja nicht von mir, die kriegen sie dann vom Markt auf die Nase. Und von daher brauche ich mich auch gar nicht großartig mit denen rumstreiten, das erledigt der Markt alles von selber. Wer da nicht lernen und verstehen will, dem wird halt einfach das Geld weggenommen. So als Lehrgeld, als Strafgeld und das wird auf diejenigen gegeben, die sich eben mit den Situationen ein bisschen auseinandersetzen, vorbereiten und das dann für sich nutzen können. Ja, weil eine Börse verschwindet kein Geld, das wechselt immer nur ein Besitzer, das ist Gesetz und das bleibt auch für immer so. Von daher alles gut. Ja, Punkt. Thema erledigt. Ich will euch das bloß immer wieder, ne, seht das nicht als verzweifeltes Hilferufen. Ich will euch das widerspiegeln, wie die Leute sind. Na, nicht, weil ich mich über die aufrege und weil ich zu Hause da sitze und täglich im Bett heule und wie doch die YouTube-Kommentare sind. Ganz im Gegenteil. Ich nutze es zu meinem Vorteil und ich glaube, ihr könnt es auch, wenn ihr euch darauf einlasst und versucht, so ein bisschen mit den Leuten das zu verstehen. Am Markt verlieren 90% der Trader verlieren. Und von denen, die ganz groß rufen, hey, ich bin der Größte, ich mache pro Monat meine 15, ich mache meine 20%, jeden Monat immer wieder, das sind genau die, die dann richtig auf die Fresse kriegen. Ne? Die gewinnen, das sind eigentlich die, die nie groß mit ihren Gewinnen rumprahlen halt. Ne? Das ist auch einfach immer so. Und von daher, nutzt das einfach halt. Das ist keine Verzweiflung von mir und dass ich mich mit den Leuten fertig mache. Das kommt manchmal so rüber, aber ich will es euch nur schildern, dass ihr es für euch zum Vorteil nutzen könnt. Weil in so einem Moment, wo haben wir denn das letzte Mal hier ganz großen Gegenwind gehabt? Das war hier und das sind immer wieder große Ausgangsbewegungen, immer große Punkte. Ich habe es auch jeden Tag hier angesprochen, aber viele überhören das dann und sagen: Hey Martin, geh da nicht so auf die vielen Kommentare ein, lass das doch, guck auf den Markt. Aber das ist das mit am wertvollsten. Privates Sentiment ist unschlagbar schlecht. Also, du, ja, man muss eigentlich nur das Gegenteil machen von dem, was die meisten tun, und dann kommt da schon ein bisschen bei was rum. So, Punkt, Fakt. Also, unten raus wird es für mich interessant im Bereich unten unter 150, unter 170. Oben wird es für mich interessant über 270. Gelingt ihm das jetzt auch zum Dienstag? Bleibe ich dabei bei dem, was ich gestern gesagt habe? Kurzfristig sollte man vielleicht sogar noch Long suchen. Der Markt ist aufwärts gerichtet, der Trend ist aufwärts. Das heißt, er hat leichte Karten, 350, 415, 466, 510 zu erreichen. Leichte Karten. Das kann er machen. Das heißt, es ist durchaus legitim, wenn er sich da stabil drüber etabliert, dann einfach immer wieder noch ein bisschen aus den Rückläufen, aus dem Aufschwingen, einfach nochmal einen Long rauszunehmen, auf die Teilziele da oben hin, sich da die Punkte zu holen, bis dann die krassen roten Kerzen kommen. Aber es bleibt auch dabei, wenn wir die gar nicht erst bekommen und der Markt hier weiter abkippt, dann bekommt er von mir hier unten die Karte. Ja, in dem Bereich, wo wir unter 15
15.150 oder 15.170 fallen, geht so ein bisschen das Fenster auf. Ich glaube, dass die vom Rücklauf dann nochmal interessant wird und dann eher schon den Bereich oder gar den, ja, aus dem Tageschart raus, ja, den Pfeil, den habt ihr gerade gesehen. Und von daher hat sich jetzt hier nichts verändert. Die Einschätzung bleibt auch nach wie vor die gleiche. Ich fühle mich eher bestätigt in dem, wie die Kommentare gekommen sind, dass wir hier vielleicht gar nicht mehr so lange nach oben aushalten müssen, was grünes Momentum angeht, sondern dass sich das langsam wirklich dem Ende nähert. Ich halte es für legitim und möglich, dass da noch ein Dip oben drauf kommt, aber ich glaube, so viel wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Dafür sind die Leute schon wieder zu stinkig langsam. Ne? Die kommen zu sehr wieder aus den Emotionen raus. Und das ist immer so ein Zeichen, dass die Leute ihre Nerven verlieren. Wenn sie Nerven verlieren, dann neigen sie zu erhöhtem Risikoeinsatz. Und deswegen spiegele ich euch das immer wieder. Ne? Geben die dann erhöhten Risikoeinsatz, hat der Markt leichtes Geld zu verdienen. Das muss er nicht viel in die Hand nehmen, um sich dieses Geld zu holen. Das wird er meistens tun. Und dann kriegen wir schöne, knackige Bewegungen, die wir eben für uns ausnutzen können, wenn wir uns darauf vorbereiten, wenn wir uns darauf einlassen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich da vielleicht auch mal mit ein bisschen Betonung drauf, eben, dass der eine oder andere Blick rein, weil ich kriege das immer wieder per Mail. Martin, geht dann nicht so auf die Kommentare ein, lasst doch die Leute machen. Es ist aber wichtig, guckt auf die Leute, das ist das Geilste, was ihr nutzen könnt für euch halt. Ne? In dem Moment, wo die das alle schreien, kannst du fast das Gegenteil machen. Das ist so, das ist einfach so und das wird immer so bleiben. Das ist schon seit 3 Jahren so. Seit 5 Jahren so. Und ich weiß es nicht. Hätte ich vor 20 Jahren schon getradet, würde ich wahrscheinlich sagen, es ist seit 20 Jahren auch schon so. Na. Gut, Freunde. In diesem Sinne, unveränderte Einschätzung, nehmt aber zur Kenntnis, die Leute werden langsam reif. Es wird langsam reif, dass auch hier wieder ein Umkehr kommen kann. Die muss aber nicht schlagartig jetzt kommen, deswegen wartet schön auf die Schwächesignale, wartet schön, dass der Montag war eins. Ja. Kommt da jetzt noch eine rote Tageskerze hinterher, dann bestätigt sich das. Ja. Was jetzt nicht passieren sollte, wäre grün oben drüber über 270, das wäre eher ein Long-Eintrigger, aber so langsam mehrt sich das schon. Und wenn der jetzt anfängt, hier nach unten abzukippen, wird es interessant. Glaubt mir. Das wird wie die Faust aufs Auge wieder passen. Das wäre eine ganz, ganz klassische Ausgangssituation im DAX. Und das ist das Schöne, das können wir für uns nutzen, weil wer bewegt den Kurs? Die Menge, die Institute bewegen den Kurs und das sind immer wieder Menschen und das sind immer wieder die gleichen Abläufe, immer wieder Gier und Angst, die sich abwechselt, Euphorie, Panik. Es ist immer wieder das Gleiche und das hinterlässt immer wieder die gleichen Muster und die können wir einfach für uns nutzen. Hier bietet sich momentan gerade nichts an, außer einem Range-Ausbruch vielleicht. In dem Moment, wo man da ein bisschen was Stärkeres sehen, kann man dann da auch wieder drauf eingehen. Das ist jetzt einfach eine Flagge, eine Seitwärtskorrekturmuster, eine Range-Flagge, vielleicht sogar schon in der Auflösung. Dafür hat es aber nicht genug nach oben geknallt. Und deswegen mein Fokus hier eben oben raus auszubauen oder unten raus. Aber nehmt das wirklich zur Kenntnis. Also deswegen betone ich das heute auch nochmal so, weil ich merke, dass viele das gar nicht verstehen, warum ich das alles erzähle. Das mache ich nicht, weil ich hier Tränen vor Wasser weine, weil doch alle so gemein zu mir sind, sondern nein, weil ich das schön finde. Ja, also ich finde das wertvoll. Das ist für mich, wenn jemand emotional ausbricht, das zeigt mir nicht, dass ich schlecht bin. Das zeigt mir, dass bei dem irgendwas im Depot nicht stimmt. Und das ist immer so ein Punkt, wo man sagt, Achtung, 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 das wird bald wieder richtig lecker am Markt halt. Ne? Schön das Messer wetzen, 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 wetzen und dann rinnen. Und im Zweifel in den anderen, der so blöd rumquakt halt. Ne? Dann ist es sein Portemonnaie, was nass gemacht wird. Aber Fakt ist, man sollte sich da vorbereiten, dass hier wieder Bewegung kommt, die man sich holen kann einfach halt. Ne? Und da gilt es klar, neutral, gefasst, vielleicht sogar langweilig, einfach nur abzupassen, abzuwarten und aufmerksam zu bleiben, damit man dann eben, wenn es auch kommt, nicht plötzlich dasteht und anfängt, sich irgendwas im Kopf zu verdrehen, sondern sagt, das ist, was ich haben wollte, also rein Geld holen und fertig. Punkt. Okay, in diesem Sinne, das war das Wort zum Dienstag und ich wünsche euch damit einen erfolgreichen Handelstag. Holt euch ein paar Punkte und macht euch nicht so viel Sorgen um mich. Gut, alles klar. Ich wünsche euch was. Wir hören uns und ich werde es trotzdem, ich will das betonen, so lange, bis ihr das alles drin habt. Und ich werde auch weiter auf die Kommentare, ich finde, das ist mit das Wertvollste, was wir hier in der Analyse auch mitbieten können. Auf die Charts gucken können sie alle anderen auch, aber so einen guten Riecher dafür zu haben, wie auch so die Leute sind, das, ich glaube, das haben nicht so viele. Das ist eine Stärke dieses Kanals mit und das kann man mögen oder nicht, aber ich glaube, das ist ein Vorteil, auch wenn ich rückwärts gucke, wo wir wie, wann was gerufen haben.
Ja, sind das immer so sehr interessante Punkte, die man mit Charttechnik gut kombinieren kann. Ne? Sentiment in diesem Sinne, ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und in den letzten Tagen, Wochen, Monaten funktioniert es halt wirklich Bombe. Also seit Corona so und so ist es hoch, da der kontraindikativen Privatanlegerbetrachtung. Das ist einfach Fakt. Ja, das kann man nicht von der Hand weisen. Freunde, ich mache hier aus. Ich wünsche euch was. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.